Schönen guten Tag zusammen, euer Serge Menga. Ich habe jetzt gerade eben im engeren Familienkreis etwas Unglaubliches erleben dürfen. Eine junge Frau, alleinerziehend, bewirbt sich um einige Jobs. Und überall, wo sie im Grunde genommen zu einem Vorstellungsgespräch kommt, nette Begrüßung, wird gut empfangen, es läuft alles super. Die sagen zu ihr, wir möchten sie gerne haben. Und ihr könnt euch eins und eins zusammenzählen. Die nächste Frage, die dann kommt, ist, sind sie geimpft? An zwei verschiedenen Stellen jetzt bereits musste sie deshalb eine Stelle, die sie hätte kriegen können, absagen und konnte die nicht antreten. Alle Firmen da draußen legen es mittlerweile anscheinend darauf an, dass egal wer sich bewirbt, dieser definitiv geimpft werden muss. Ich kann den Mittelstand verstehen. Die haben genauso wenig Bock auf den ganzen Scheiß, die Politik gerade mit uns macht und wollen im Grunde genommen ihr Hab und Gut, ihre Karriere, ihre Firma schützen. Aber merkt ihr jetzt, was überall passiert? Der Druck ist so hoch, dass man es sogar schafft, Menschen, die arbeiten wollen, ja, davor zu ekeln, sich überhaupt irgendwo zu bewerben, weil die ganz klar sagen, ich möchte noch nicht geimpft werden. Ich bin eine junge Mutter, ich möchte eventuell noch Kinder. Und jetzt stehen diese Personen vor einem Dilemma. Andererseits müssen sie ja, weil einige von denen ja auch vom Amt leben, ne, Mutterzeit und, kennt man ja und so weiter. Und das Amt natürlich sagt, ja, jetzt musst du mal zusehen, ja, bewirb dich. Und das soll also die Lösung sein? Das soll die Lösung sein, die die Politik den Menschen anbietet? Nehmen wir mal meinen Fall, ich bin selbstständig, Alleinverdiener. Wenn ich mir die Scheiß einspritzen lasse, den die meisten von euch sich haben spritzen lassen, die sich darauf infiziert haben, einige sogar kriegen wir mit von den Nachrichten, dass sie seitdem ein Herzproblem haben. Welche beschissene Bundesregierung geht denn dann hin und zahlt meine Miete? Herr Spahn, zahlen Sie meine Miete? Herr Lauterbach, zahlen Sie meine Miete? Sorgen Sie sich um meine Familie? Können Sie mir garantieren, dass ich nicht monatelang in irgendein scheiß Krankenhaus liege, in Intensivstation mit Beatmungsmitteln? Können Sie das garantieren, Frau Merkel? Können Sie mir garantieren, dass Sie dann hier hinkommen, Ihren Arsch hochkriegen? Mit allem Respekt, Entschuldigung, aber ich bin wütend. Können Sie mir sagen, Sie kriegen Ihren Arsch hoch mit Ihrem unfähigen Minister und kümmern sich um mein Leben? Sodass meine Kinder weiter in derselben Wohnung leben können, ich mein Auto weiterfahren kann und meine Geschäfte nachgehen kann? Könnt ihr uns das garantieren? Solange ihr uns das nicht garantieren könnt, Fresse halten. Geimpft, genesen, getestet. Ich bleibe bei getestet. Kein Mensch auf dieser Welt wird mich dazu zwingen, mich impfen zu lassen, wenn ich nie sicher bin, dass die Nebenwirkungen so niedrig sind, dass ich meinen Unterhalt, mein Leben weiter selber bestreiten kann in Freiheit für meine Familie. Wir leben in Deutschland, verdammt nochmal. Meine Eltern sind damals aus dem Kongo weggegangen, weil sie in einer Demokratie leben wollten. Und ihr tritt auf diese Demokratie, ihr bespuckt diese Demokratie und haltet euch selbst nicht an unsere Verfassung.